Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Flipper-Video auf Deutsch. Ja, ich muss halt auch mal ein Flipper-Video auf Deutsch machen für die deutschen Flipper-Fans, weil, ja, muss einfach mal sein, ne? Ja, in dem heutigen Video möchte ich euch mal alle Regeln erklären beim Judge Dredd Flipper von Bally. Weil für viele Leute sind eben nicht nur diese Gameplay-Videos entscheidend, wo man sieht, okay, so sehen die Animationen aus, so ungefähr spielt sich das Teil, so ungefähr klingt der Sound, sondern für viele Leute sind eben auch die Regeln eines Flippers wirklich sehr entscheidend und ausschlaggebend dafür, ob sie den Flipper sich kaufen oder nicht. Gerade wenn man eine kleinere Sammlung hat mit 2, 3 Geräten, da sind die Regeln schon manchmal ziemlich wichtig. Und bei diesen ganzen Gameplay-Videos erkennt man halt trotzdem nicht so wirklich, was man zu machen hat. Deswegen erkläre ich euch jetzt einfach mal die Regeln vom Judge Dredd Flipper. Ja, man kann diesen Flipper in 2 verschiedenen Modes starten. Also ihr könnt einmal das ganz normale Standardspiel starten. Aber es gibt eben auch noch das sogenannte Super Game. Dazu kommen wir dann später, weil ihr werdet merken, so viel anders ist das Super Game gar nicht. Ja, von daher fangen wir jetzt mal an. Euer Hauptziel beim Judge Dredd Flipper ist es, die Ultimate Challenge zu erreichen und zu starten. Und es gibt 2 Wege, wie ihr das schaffen könnt. Entweder ihr startet und beendet erfolgreich den Multiball oder ihr baut hier diese Kette auf. Diese Kette besteht aus 9 verschiedenen Gliedern und jedes Glied steht für eine andere Mission. Also ihr müsst dann quasi alle 9 Missionen einmal gespielt haben, um dann zur Ultimate Challenge zu kommen. Und eins vorneweg, es ist nicht möglich, mehrere Missionen gleichzeitig zu starten oder die Missionen irgendwie in einer Art und Weise zu stapeln. Also ihr müsst da schon immer eine Mission nach der anderen spielen, weil ihr könnt immer nur eine Mission spielen. Ja, wenn ihr das Spiel startet, dann könnt ihr hier diesen linken Fire-Button benutzen, um eine Mission auszuwählen, die ihr dann spielen wollt, falls euch die Vorauswahl des Flippers nicht gefällt. Den Ball schießt ihr dann mit diesem rechten Fire-Button ab. Es gibt also vorne an der Front dieses Flippers keinen Plunger oder sonst irgendwas, wie das sonst üblich ist. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich da schon recht schnell dran. Und dann könnt ihr natürlich im Spiel auch den rechten Fire-Button benutzen, um die Missionen auszuwählen. Aber müsst ihr eben nicht unbedingt. Also ihr könnt auch die Missionen in der Reihenfolge spielen, die euch dann der Flipper vorgibt. Das ist dann euch überlassen. Ja, wie startet ihr eine Mission? Ihr startet die Mission, indem ihr auf dieses Build-Up-Chain-Feature schießt, wenn es beleuchtet ist. Es gibt davon 2. Also einmal hier, das ist dann die linke Rampe. Und einmal hier hinten, das ist dann in den Sniper-Tower rein. Ja, wenn ihr das getroffen habt, das Build-Up-Chain-Feature, dann startet die Mission. Und mit Ausnahme von einer einzigen Mission haben alle diese Missionen ein Zeitlimit von 25 Sekunden. Ja, also ihr habt dann 25 Sekunden Zeit, die Missionen zu beenden oder so viele Punkte zu erreichen wie möglich. Und dann könnt ihr die nächste Mission starten. Sobald eine Mission vorbei ist, wird das Build-Up-Chain-Feature automatisch wieder beleuchtet. Also ihr müsst dann nicht erst irgendwas einsammeln oder irgendwas treffen, um das Build-Up-Chain-Feature wieder zu aktivieren. Das leuchtet sofort, sobald eine Mission vorbei ist. Ja, dann reden wir doch mal über diese einzelnen Missionen. Also fangen wir mal an mit der Pursuit-Mission. Die Pursuit-Mission ist quasi ein Mix aus normalem Spiel und Video-Mode. Also ihr seht dann oben auf dem Display, ihr verfolgt da ein Auto und ihr habt 25 Sekunden Zeit, um dieses Auto mit einer Rakete abzuschießen. Und ihr müsst eben dann die linke Rampe oder die rechte Rampe treffen, um die Mission, um diese Raketen abzufeuern. Also linke Rampe bedeutet, ihr schießt die Rakete auf der linken Straßenseite ab, rechte Rampe auf der rechten Straßenseite. Und ihr braucht das Auto nur einmal mit einer Rakete zu treffen, dann ist die Mission schon gewonnen. Klingt vielleicht am Anfang einfach, ist es aber nicht wirklich.
weil ihr müsst eure Schüsse natürlich so timen, dass ihr gerade die Rampe schießt, wo das Auto auf der Straßenseite fährt. Aber das Auto wechselt ja auch mal die Straßenseiten. Manchmal fährt das Auto auch um eine leichte Links- oder eine leichte Rechtskurve. Dann schießt ihr da auch da vorbei. Manchmal geht die Straße auch ein bisschen runter, sodass das Auto so ein bisschen springt und die Rakete geht unter dem Auto hindurch oder übers Auto hinweg. Also es kann schon eine sehr frustrierende Mission sein, sage ich euch. Dann haben wir hier die Blackout-Mission. Die Blackout-Mission ist eben die einzige Mission, die kein Zeitlimit hat, weil das ist so eine Art Zweiball-Multiball-Mission. Das heißt, ihr habt dann zwei Kugeln. Die Mission läuft dann so lange, wie ihr eben beide Kugeln im Spiel halten könnt oder zumindest mehr als eine Kugel dann im Spiel haltet. Alle Treffer sind dann verdoppelt, also ihr bekommt doppelt so viele Punkte für jeden Treffer. Aber eure Hauptaufgabe ist es eigentlich hier mit diesem oberen rechten Flipper, hier diese kleine Rampe hier hochzuschießen, um so viele Blackout-Jackpots wie möglich einzusammeln. Das ist auch eine ziemlich knifflige Sache. Tja, dann gibt es die Battle-Tank-Mission. In der Battle-Tank-Mission habt ihr 25 Sekunden Zeit, um den Battle-Tank zu zerstören. Wie macht ihr das? Indem ihr alle drei Battle-Tank-Ziele einsammelt. Das sind diese Teile hier. Diese drei Battle-Tank-Ziele gibt es einmal hier. Das heißt, einmal hier den linken Loop treffen, dann einmal hier hinten, das bedeutet einmal diese Blackout-Rampe hoch und einmal hier gegen eins dieser orangen Targets. Wenn ihr alle drei Battletank-Ziele dann eingesammelt habt, dann habt ihr den Battletank zerstört. Ja, dann gibt es noch Bad Impersonator. Beim Bad Impersonator sind alle Drop-Targets oben. Und es leuchten immer zwei von diesen Drop-Targets und das Licht wandert natürlich auch ein bisschen. Nicht so schnell wie jetzt, aber ja, es sind immer andere beleuchtet. Und ihr habt dann 25 Sekunden Zeit, so viele beleuchtete Drop-Targets wie möglich zu treffen und so viele Punkte wie möglich einzusammeln. Also da gibt es kein wirkliches Ziel. Dann gibt es die Meltdown-Mission. Da habt ihr 25 Sekunden Zeit, hier diesen Captive Ball zu treffen. Und zwar müsst ihr den so hart treffen, dass der auch den Captive Ball trifft, dass der wiederum den trifft und dass dieser auch noch hier hinten an dieses kleine orange Target dran stößt, weil erst dann habt ihr alle drei Reaktoren stabilisiert. Manchmal schafft man das schon beim ersten Treffer, manchmal braucht man aber mehrere Treffer, um das zu schaffen. Und es klingt vielleicht auch einfach, aber es ist eben schon gar nicht mal so leicht, diesen Captive Ball hart genug zu treffen. Und es ist auch ein ziemlich schwieriger Schuss, weil ihr seht schon, hier sind die Flipperfinger, da drüben ist der Captive Ball. Also der ist ziemlich weit rechts außen, also das ist gar nicht mal so einfach, den zu treffen. Ja, dann gibt es noch Manhunt Millions. Da habt ihr einfach 25 Sekunden Zeit, die linke Rampe so oft wie möglich zu treffen und so viele Punkte wie möglich einzusammeln. Da gibt es kein Ziel. Das gleiche geht auch für die Stakeout-Mission. Aber die Stakeout-Mission, der einzige Unterschied ist halt, dass ihr die rechte Rampe so oft wie möglich treffen müsst, um Punkte zu machen. Und es gibt natürlich auch jede Menge lustige und schöne Animationen. Ja, dann gibt es noch den Sniper Tower. Da habt ihr 25 Sekunden Zeit in den Sniper Tower. Oder die Sniper-Mission, da habt ihr 25 Sekunden Zeit, um in den Sniper-Tower zu schießen, um den Scharfschützen zu eliminieren. Und dann habt ihr aber nochmal extra 10 Sekunden Zeit, ein zweites Mal in den Sniper-Tower zu schießen, um die Punkte, die ihr gerade eben schon bekommen habt, nochmal dazu zu bekommen. Also ihr schießt einmal rein, bekommt vielleicht 19 Millionen Punkte und dann könnt ihr innerhalb der 10 Sekunden nochmal reinschießen, dann bekommt ihr eben nochmal 10 Millionen Punkte. Dann gibt es noch die Safe Cracker, last but not least. Da habt ihr 25 Sekunden Zeit, viermal in diese Subway Entrance reinzuschießen, um den Safe zu knacken und zu öffnen. Ja, und wenn ihr das geschafft habt, dann müsst ihr noch einmal das Build-Up-Chain-Feature treffen, um dann wirklich auch die Ultimate Challenge zu starten. Ja, das waren jetzt erstmal so diese kleinen Missionen hier.
Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch einen zweiten Weg. Und der zweite Weg ist eben der Multiball. Wie startet man den Multiball? Im Multiball geht es darum, dass ihr diese Judge-Buchstaben einsammelt, und zwar in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts. Das macht ihr, indem ihr dann diese Drop-Targets trefft. Und der Buchstabe, den ihr halt dann als nächstes einsammeln müsst, der blinkt dann. Sollte ein Drop-Target gerade unten sein, und das ist aber der Buchstabe, den ihr braucht, dann könnt ihr alternativ auch in die Subway-Entrance reinschießen. Das gibt euch dann auch immer den nächsten Buchstabe. Ja, wenn ihr alle eingesammelt habt, dann sind hier diese drei Lock-Lichter beleuchtet. Das heißt, ihr müsst dann die linke Rampe dreimal hochschießen, um die Kugeln einzulochen. Wenn ihr jetzt die originale Dead World habt und nicht den Dead World Mod, also das Tuning, dann werden die ersten beiden Kugeln nicht auf der Dead World eingeloggt, sondern die gehen dann hier vorbei und kommen dann wieder zum rechten Flipper zurück. Das heißt, die Kugeln, die ersten beiden Kugeln werden quasi nur virtuell eingeloggt. Und erst die dritte Kugel wird dann wirklich auf der Dead World eingeloggt und alle anderen Kugeln kommen dann eben ja, dazu. Im Multiball-Modus geht es eben darum, diese vier Dark Judges zu besiegen. Und ihr macht das folgendermaßen. Das heißt, ihr müsst einmal die linke Rampe schießen, um den Jackpot zu beleuchten. Und dann müsst ihr in die Subway Entrance reinschießen, um den Jackpot einzusammeln. Und das Ganze müsst ihr insgesamt viermal schaffen, um diese vier Dark Judges zu verhaften oder zu besiegen. Also das fängt mit Mortis an, dann Fire, dann Fear und dann Judge Death. Und wenn ihr den letzten, den vierten Jackpot eingesammelt habt, dann startet automatisch die Ultimate Challenge. Also ihr braucht dann nicht nochmal irgendwo das Build-Up-Chain-Feature zu treffen. Ja, und dann geht die Ultimate Challenge los. Was müsst ihr eigentlich in der Ultimate Challenge machen? Das ist auch eine Multiball-Mission. Und in dieser Mission sind alle Crime Scenes 10 Millionen Punkte wert. Und eure Aufgabe ist es einfach nur, so viele Crime Scenes wie möglich zu treffen, damit ihr so viele Punkte einsammeln könnt als möglich. Aber die Crime Scenes bleiben eben die ganze Zeit beleuchtet, auch wenn ihr sie getroffen habt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr immer wieder ein und dieselbe Crime Scene treffen, um dann eben diese 10 Millionen Punkte immer und immer wieder einzusammeln. Und ja, es gibt da auch nicht irgendwo einen letzten Schuss, wo man sagt, jetzt bin ich durch oder so. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, wenn ich alle Crime Scenes eingesammelt habe, dann kriege ich irgendwie einen Bonus oder dann wird irgendwo ein Super Jackpot beleuchtet, den ich einsammeln muss. Ist nicht. Also einfach nur Crime Scenes einsammeln, so viele wie es halt geht. Und das ist dann die Ultimate Challenge. So, das waren jetzt erstmal so die groben Regeln des Judge Dredd, aber da gibt es natürlich noch ein paar kleinere Sachen, die es zu wissen gibt. Zum Beispiel gibt es dann hier noch diese Air Raid Rampe. Das Air Raid ist quasi immer beleuchtet und wenn ihr diese Air Raid Rampe hochschießt, dann wandert die Kugel hier hinten und bleibt dann hier hinten drin liegen. Das Ding ist so eine Art Kickback. Also wenn die Kugel im Spiel aus Versehen hier reingeht, dann wird die automatisch ins Spiel zurückgeschossen. Aber wenn ihr eben über die Air Raid Rampe reinschießt, dann bleibt die Kugel hier liegen. Und hier fängt dann auch ein Licht an zu wandern, allerdings auch wieder nicht so schnell, wie es jetzt der Fall ist. Und ihr müsst dann eben einfach diesen Knopf im richtigen Moment drücken, um die Kugel abzufeuern und dann eben das Drop Target zu treffen, was dann eben gerade beleuchtet ist. Ist halt so eine kleine Aufgabe, die es dann noch gibt. Die Air Raid Rampe trifft man auch relativ selten und mehr aus Versehen, also die ist wirklich schwierig zu treffen. Ja, was gibt es dann noch? Dann gibt es eben noch dieses Fragezeichen-Target hier. Dieses Fragezeichen ist immer aktiviert, wenn gerade irgendeine von diesen Missionen läuft. Und dieses Target gibt euch dann halt immer so eine kleine Hilfestellung. Also das kann unterschiedlich sein. Es kann eine Hilfestellung sein, es kann extra Zeit sein, es kann extra Punkte sein. Es hilft euch halt irgendwie bei irgendwas in einer Mission. Also einfach mal ausprobieren. Ihr werdet dann schon sehen, was dann so passiert.
Ja, und dann gibt es eben noch diese verschiedenfarbigen Lichter hier und diese Crime Scenes, von denen ich ja schon berichtet habe. Das hat natürlich auch seine Bewandtnis. Diese Lichter zeigen euch im Prinzip den Level oder die Höhe des Verbrechens an. Ja, das fängt mit Grün an, geht dann über Gelb, Rot und Weiß ist dann das Höchste. Und diese Crime Scenes, ihr habt es eben schon gesehen, haben die Möglichkeit in verschiedenen Farben zu leuchten. Also das leuchtet dann immer in einer Farbe. Und daran seht ihr eben, wie schwer das Verbrechen ist. Und je höher das Verbrechen ist, je höher der Verbrechenslevel ist, desto mehr Punkte kriegt ihr. Also ich glaube, das fängt dann mit 1 Million Punkten an, dann 2 Millionen, 3 Millionen und 4 Millionen. Und man will natürlich so viele Punkte haben wie möglich. Deswegen könnt ihr auch hier gegen diese orangen Targets schießen, um dann eben den Crime Level, also um den Verbrechenslevel zu erhöhen. Und dann könnt ihr eben diese Crime Scenes einsammeln. Aber es gibt noch etwas, die Crime Scenes sind nämlich auch dahingehend wichtig, dass man sagt, die Crime Scenes sind der einzige Weg, wie ihr einen Extraball beleuchten könnt. Weil nachdem ihr 7 Crime Scenes eingesammelt habt, dann wird der Extraball beleuchtet und ihr sammelt den Extraball ein, indem ihr gegen eines von diesen orangen Targets schießt. Ja. Und es ist übrigens so, die Crime Scenes sind dann nicht mehr beleuchtet, wenn ihr eine eingesammelt habt. Also ihr müsst erst alle Crime Scenes einsammeln, damit die eben wieder neu beleuchtet sind und ihr wieder von vorne anfangen könnt, welche einzusammeln. Ja, das ist dann im Prinzip alles, was es jetzt so zu sagen gibt. Alle Regeln, die es so beim Judge Dredd gibt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Regeln für das Super Game. Ja, das Super Game unterscheidet sich nicht wirklich so sehr vom eigentlichen normalen Spiel. Der einzige Unterschied ist, beim Super Game gibt es 4 verschiedene Multibälle und der Multiball wird immer sofort am Anfang jeder Runde, also von Anfang jeder Kugel, automatisch gestartet. Also ihr startet das Spiel quasi immer mit einem Multiballspiel. Und ihr habt da am Anfang immer 2 Kugeln. Aber wenn ihr hier alle Drop-Targets eingesammelt habt, dann kriegt ihr, glaube ich, noch 3 Kugeln extra dazu. Dann könnt ihr eben mit 3 Kugeln spielen, wenn euch 2 Kugeln zu riskant sind. Für den Fall, dass da eine Kugel rausmacht, ist es ja dann vorbei mit dem Multiball. Und es gibt quasi 4 verschiedene Multibälle beim Super Game. Aber dadurch, dass ein Standard-Flipper-Spiel halt immer nur mit 3 Kugeln gespielt wird, also 3 Runden, spielt ihr halt dann immer nur 3 von diesen 4 Multibällen und es ist immer halt Zufall, welche von diesen 4 Missionen ihr dann eben spielt. Welche Multibälle gibt es? Es gibt einmal Mad Bomber Multiball, da müsst ihr die rechte und die linke Rampe schießen, um den Jackpot zu erhöhen und dann in den Sniper Tower, um den Super Jackpot einzusammeln. Und wenn ihr alle Drop Targets eingesammelt habt und dann mehrere Bälle dazu bekommen habt, dann gibt es auch irgendwann einen Punkt, wo ein Zeitlimit läuft, wo ihr dann den Ultimate Jackpot einsammeln könnt. Der Ultimate Jackpot ist 100 Millionen. Und der ist eben je nach Multiball-Mission immer woanders. Also ich glaube, wenn ihr den Mad Bomber spielt, dann müsst ihr in die Subway Entrance reinschießen, um die 100 Millionen einzusammeln. Dann gibt es noch den Dead World Multiball. Da müsst ihr 2-mal die linke Rampe hochschießen, um die um die Sicherheitsbarriere der Dead World zu deaktivieren. Und dann noch ein 3. Mal hochschießen, um dann die Dead World wirklich zu zerstören und den Super Jackpot einzusammeln. Und ich glaube, in dieser Mission ist es der Sniper Tower, der dann 100 Millionen Punkte bringt. Dann gibt es noch die Traffic Jam Mission. Da müsst ihr immer das mittlere Target treffen, damit das unten ist, um den Jackpot zu beleuchten. Und dann in den Subway reinschießen, um den Jackpot einzusammeln. Und da müsst ihr dann, glaube ich, die linke Rampe hochschießen für die 100 Millionen. Ja, dann gibt es noch Prison Break. Da müsst ihr alle Crime Scenes einsammeln, um diese
Verbrecher einzufangen. Und wenn ihr dann die letzte Crime Scene eingesammelt habt, dann habt ihr den Super Jackpot. Und ich glaube, da ist es auch wieder, dass ihr in die Subway Entrance reinschießen müsst, um dann die 100 Millionen einzusammeln. Ja, das war's, glaube ich, was die Missionen und die Multibälle angeht. Dead World, Traffic Jam, Mad Bomber und Prison Break. Und wenn eine Multiball-Mission vorbei ist, weil ihr bis auf eine Kugel alle Kugeln verloren habt, dann geht eben das ganz normale Spiel wieder weiter und ihr müsst versuchen, hier die Missionen zu schaffen, um zur Ultimate Challenge zu kommen und den normalen Multiball zu schaffen. Also es geht dann ganz normal weiter. Also es sind einfach nur diese vier Multibälle oder diese drei verschiedenen Multibälle, die dann am Anfang jeder Runde zu spielen sind. Das ist dann im Prinzip der einzige Unterschied zum Super Game. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein bisschen helfen konnte. Ich mache dann noch ein anderes Video, eine Review oder eine Bewertung des Judge Dredd Flippers. Das habe ich auch schon mal auf Englisch gemacht. Aber für die deutschen Fans mache ich das dann auch nochmal auf Deutsch, weil der Flipper ist jetzt schon verkauft und der wird dann morgen abgeholt. Deswegen nutze ich jetzt die Möglichkeit, diese ganzen Videos nochmal auf Deutsch zu machen, weil wenn er dann weg ist, dann, ja, dann ist es zu spät. Also, abonniert meinen Kanal, schaut euch meine Videos an. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, könnt ihr natürlich auch meine anderen Videos jetzt schon anschauen. Und ja, ansonsten bleibt einfach am Ball und ihr werdet sehen, es kommen noch mehrere Flipper-Videos auf diesem Kanal hinzu. Also dann viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.